die eigentlich so normale Kost essen immer und das mal einfach machen, selbst wenn sie noch eine andere Mahlzeit nehmen, das sollte nicht gerade die allerschlimmste sein, die fühlen sich so, so viel wohler und haben viel mehr Energie. Für die Leute, die jetzt sehr kalt sind, magst du noch mal sagen, wie man Feuer in den Körper bringt? Ja, das ist mir auch noch in den Sinn gekommen vorhin. Man hört ja viel von diesen Saftfastenkuren, jetzt gerade im Frühjahr. Und Leute, die viel frieren, das sind also die, wo so ein bisschen mägerlich sind wie ich, oder auch wo ein bisschen so dieses flatschige Übergewicht haben oder auch so Ödemstauungen. Die frösteln immer, weil das ist Wasser und Wasser kühlt halt. Und die sollten wirklich, wenn sie es ernst meinen mit Schleim ausleiten, eine Weile lang keinen grünen Salat essen, der kühlt total ab. Kein kaltes, also zimmerkaltes Wasser trinken, sondern nur immer warmes, erwärmtes. Keine Früchte außer diesen Apfel, dieser eine Apfel. Oder diesen ganz wenig rohe Rambensalat und rohes Sauerkraut, das ist nicht so viel. Das reicht, was er kühl anbelangt. Und dann, gerade zum Beispiel für einen Typ wie du kannst richtig scharf kochen. Also mit Ja, Chili, natürlich, natürlich. Pfeffer. Und wenn man zur Austrocknung neigt, sollte man das nicht machen. Vielleicht eher nur frischen Ingwer benutzen oder auch diesen langen Pfeffer, Pipali heißt er auch. Der schmeckt wie schwarzer Pfeffer, der ist aber nicht überhitzend. Den mal auftreiben, dann hat man auch ein bisschen der Scharfe.